Herzlich willkommen zu diesem Beitrag zu einer Bachelorarbeit Informatik. In diesen Themenkreis ist das Ganze eingebettet unter dem Titel Programmieren ist Denken. Was ich hiermit meine, damit wir uns in dieses Thema stürzen, wenn Sie eine Bachelorarbeit machen, unser Hauptmodus als Informatikerinnen ist unser Hauptmodus des Nachdenkens, ist das Programmieren. Wir sitzen am Computer, schreiben Programme, entwickeln den Code. Und es ist selten so, dass wir anfangs schon einen Entwurf machen und die ganze Problemdomäne komplett verstanden haben. Wir sitzen da, programmieren, entwickeln mit unseren Typen ein bestimmtes Konstrukt, das mehr oder weniger gut zusammenpasst. Wir verstehen die Problemdomäne, die wir haben. Wir analysieren sie, wir ziehen Entwürfe nach, wir schreiben Testcases. Unser Denkmodus ist das Programmieren. Sie müssen zwar am Schluss einer Bachelorarbeit auch etwas Geschriebenes abliefern, aber das ist ein anderer Modus mit einer anderen Funktion in der Informatik als Technikwissenschaft. Ich möchte mit Ihnen heute über Folgendes sprechen. Und zwar über das forschende Entwickeln und das erkennende Schreiben. Das leitet sich ab aus den anderen Episoden oder Videos, die Sie von mir gesehen haben, wo ich Ihnen erkläre, dass die Informatik als Technikwissenschaft zwei Stränge hat. Sie hat einen Entwicklungsstrang und einen Erkenntnisstrang. Und das versuche ich hier aufzusplitten, indem ich Ihnen erkläre, es gibt diesen einen Prozess, den ich forschendes Entwickeln nenne, wo wir also informatisch unterwegs sind und programmieren. Das ist unser programmierendes Denken. Und wir haben die andere Seite, wo wir Erkenntnis versuchen herauszuarbeiten und festzuhalten und auch zu kommunizieren, dass das Erkennende Schreiben. Wenn Sie das Programmieren haben Sie auch gelernt. Da werden Sie gut ausgebildet drin. Wenn Sie jetzt zu dieser anderen Perspektive kommen, dass Sie etwas schreiben sollen. Da geht es um eine ganz andere Sicht auf Ihren Gegenstand. Und der ist, wenn Sie so wollen, komplementär. Und dieses Schreiben ist etwas, was Sie in der Schule zwar irgendwie gelernt haben, Sie können sich meiner Erfahrung nach auch sehr gut ausdrücken, Sie sind nur desorientiert und auch verunsichert, was das wissenschaftliche Schreiben ist. Und ich glaube, was da hilft, da ist ein bestimmter Mindset. Sie haben in diesem Studium der Informatik viel zu wenig Kontakt mit Texten und müssen auch viel zu wenig selber Texte schreiben, als dass Sie wüssten, wie man gut schreibt. Ich glaube aber, wenn Sie den richtigen Mindset haben, dann fallen Sie regelrecht in eine richtige Schreibtechnik hinein, also in eine richtige Perspektive, die vieles richtig machen lässt. Und dieses Geheimnis ist einmal, dass Sie vom Prozess zur Drohnensicht kommen und zum anderen, dass Sie den Faktenstil wählen in der Gegenwartsform. Und dann gibt es noch einen kleinen Bonus, dass ein Problem Ihrer Generation der sogenannte Bindestrich ist. Es ist seit einigen Jahren so, dass viele Studierende den Bindestrich nicht mehr richtig beherrschen. Das ist ein kleines Problem, was natürlich für eine Generation wie mich ein bisschen schwierig ist, das manchmal auszuhalten, dass das so ist. Fangen wir mal an mit dem, was ich forschendes Entwickeln und erkennendes Schreiben nenne. Nochmal. Die Informatik ist weder ein Schreib- noch ein Lesestudium im eigentlichen Sinn. Unser Nachdenken vollzieht sich vorrangig im Schreiben von Code und in der Reflexion des damit verbundenen Entwurfs und in der Prüfung, ob wir unsere Funktionsvermutungen einlösen. Da gab es schon so einige Episoden zu. Darum, viel geschieht auf einer informatisch programmierenden Ebene, die durch das Schreiben eher begleitet als angeleitet wird. Diesen Prozess der programmierenden Auseinandersetzung mit einem Problem oder einer Aufgabenstellung nenne ich forschendes Entwickeln. Sie sehen, wenn Sie sich auf diese Folie betrachten, die im Begleitmaterial ist, der Foliensatz auch verlinkt, wenn Sie diese Folie betrachten, dann sehen Sie, dass es eben nicht nur um die Programmierebene geht, also dieses forschende Entwickeln, informatisch, programmatisch, sondern auch noch das Schreiben dazu kommt. Das Schreiben nämlich, das Darstellen, das sich ausdrücken und das sich verständlich machen, hat eine eigene Qualität. Den Schreibprozess bezeichne ich als erkennendes Schreiben. Es geht um die Erkenntnisse, die man selber gewinnt und um die Erkenntnisse, die eine Leserin oder ein Leser gewinnen soll. Schauen wir uns das mal an in den vier
ich möchte das nicht Schritten nennen, sondern in den vier Anteilen, in die ich das hier zerlege. Sie haben schon eine Menge gelernt, wie man Gliederungen macht, wie man das Ganze aufbauen soll, wo der methodische Anteil ist und so weiter. Das nimmt jetzt ein bisschen andere Perspektive hier ein und versucht mit diesen vier Punkten Ihnen klarzumachen, wie dieses Forschende entwickeln und das erkennende Schreiben funktioniert. Und Sie werden auch sehen, wie sich das verhakelt oder zusammenfindet, ineinander greift, das vielleicht besser beschrieben so. Wenn Sie das Bild rechts unten in der Ecke sehen, da wird nur noch mal visualisiert, versuche ich klarzumachen, dass das eben keine Schritte sind, erst eins Problem lösen, dann zwei Problemlösungen und Erkenntnisstand reflektieren, dann drei Problemlösungen validieren, dann vier wissenschaftsorientiertes Dokumentieren. Nein, diese Punkte greifen in beliebigen Abfolgen ineinander und gehen ineinander über. Es ist also so, gerade in der Informatik, dass Sie in der Problemlösungsphase drin sind, dann die Problemlösung vielleicht validieren, also in drei reinspringen, dann Ihren Erkenntnisstand reflektieren und dann wieder ins Problemlösen gehen. Das ist das, wie Sie es vielleicht auch schon kennen von den sogenannten agilen Methoden. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, der sehr ergebnisorientiert ist und hinnimmt, dass kreativ entwickelnde Prozesse genauso ablaufen und sich nicht so stur und designorientiert planen lassen von vornherein, was da rauskommt. Es hängt natürlich davon ab, auch in welchem Umfeld der Informatik Sie sich bewegen. Manchmal ist das auch etwas anders. Wenn Sie sich mal den ersten Punkt anschauen, also diese, wir könnten auch vielleicht sagen, diese Phase, die Problemlösephase, die besteht darin, dass Sie analysieren, ein Konzept entwerfen, Prototyping machen, also die ersten Code-Entwürfe machen, etwas umsetzen. Das heißt also auf gut Deutsch, dass Sie sehr viel programmieren. Das ist der eine Strang, den Sie da haben, auf der informatisch-programmatischen Seite. Aber auch schreibend sollten Sie diesen Problemlöseprozess mit einem Erkenntnisstranganteil auch versehen, schreibend, indem Sie sich machen an das Exposé. Dazu gab es ja auch eine Episode, sogar mit einer Vorlage, wie Sie das Ganze systematisch erarbeiten können und das kombinieren mit einer Literaturrecherche. Auch hier sehen Sie wieder diese zwei Anteile, diese zwei Stränge. Das Programmieren ist also der Entwicklungsstrang und das Schreiben, Exposé, Literaturrecherche ist der Erkenntnisstrang, den Sie damit bedienen. Das eine programmierend, das andere schreibend. Gehen wir zu der Phase 2. Problemlösung und Erkenntnisstand reflektieren. Da geht es, nachdem Sie so viel programmiert haben, mal darum, dass Sie zurücktreten, eine Adlerperspektive einnehmen und schauen, wie sieht denn der Entwurf dazu aus? Wie sind meine Klassen, die Interfaces in Bezug zu setzen? Wie sind die Typen gewählt? Was ist die Konzeption dahinter oder gar die Architektur? Dass Sie das also aufarbeiten, die Interfaces, falls Sie noch keine gemacht haben, aufsetzen. Dass Sie die Typisierung ausbaldovern versuchen, vielleicht noch anders aufzusetzen, vielleicht auch generischer zu gestalten. Dass Sie Ihren Programmierstil hinterfragen. Habe ich einen klassisch objektorientiert imperativen Stil, der mit mutablen, also veränderlichen Objekten arbeitet? Oder habe ich einen objektorientierten Stil, der aber mit immutablen Objekten arbeitet und somit eine Nähe zur funktionalen Programmierung sucht? Oder bin ich strombasiert? Gerade in Java haben Sie ja diese strombasierte Programmierung mit Streams. Was auch immer. Es könnte auch reaktiv sein. Und der nächste Anteil ist, bekommen Sie Diagramme gezeichnet. In der Softwaretechnik lernen Sie eine Menge von Diagrammen kennen, wie Klassendiagramme, Objektdiagramme, Sie sehen Sequenzdiagramme, was auch immer, wo Sie entscheidende Aspekte Ihrer Entwicklungsarbeit versuchen kenntlich zu machen, ohne dass man in den Code gucken muss. Ergänzend, jetzt wieder auf der schreibenden Ebene, versuchen Sie, Ihren Erkenntnisstand darzulegen und zu verargumentieren. Das war also die Phase 2. Phase 3, Problemlösung validieren. Es ist für das wissenschaftliche Arbeiten in der Informatik, generell in den Technikwissenschaften, unumgänglich,
dass sie ihre Lösung, an denen sie arbeiten, dass sie die validieren, dass sie die Funktionsvermutung, die sie aufstellen, die sie durch ihren Code behaupten, dass es das tun würde, dass sie das durch systematisches Testen belegen oder auch prüfen. Sie können ergänzend auch zum Beispiel mit dem Design by Contract auch festlegen, wie die Sachen nicht nur über das Typsystem, sondern wie sie vertraglich zueinander stehen. Eine andere Möglichkeit, was gerne vergessen wird, die zum Testen eine Alternative oder eine Ergänzung sein kann, dass Sie einem System während der Laufzeit zuschauen und an dieser Laufzeitprotokollierung auch überprüfen, ob genau das passiert, was auch passieren soll. Das nennt man eben Monitoring oder Logging. Das war also Problemlösung validieren. Auf der schreibenden Seite könnten Sie dazu übergehen, eine Gliederung zu erstellen, Inhaltsskizzen zu entwerfen, dass Sie Bilder und Diagramme, die Sie in der Phase 2 im zweiten Schritt gemacht haben, dass Sie die anfangen, in der Gliederung Inhalten zuzuordnen. Auch hier also wieder diese Verschränkung von Programmieren und Schreibend. Jetzt könnte es ja so sein, dass Sie von 3 wieder in 1 gehen, dass Sie anfangen, Ihre Problemlösung zu überarbeiten. Das heißt ja eben auch, dass das Exposé sich anfängt, neu darzustellen, dass es Veränderungen erfährt. Es kann auch bedeuten, dass Sie in der Literaturrecherche noch was anderes aufarbeiten muss. Wenn Sie danach wieder in die Phase 2 springen, Problemlösung der Kenntnisstand reflektieren, kann es auch da sein, dass Sie dann merken, ich muss meinen Programmierstil, ich muss einen anderen wählen. Es ist viel praktischer, hier dieser Aufgabenstellung, wie ich sie bearbeite, in einen funktional orientierten Stil überzuwechseln oder vielleicht sogar einen logischen Programmierstil versuchen aufzugreifen. Und das verändert wieder Ihren Erkenntnisstand, den Sie haben, und Ihre Argumentation wird sich ändern. Damit Sie also sehen, die Sachen greifen, das Forschende entwickeln, das Erkennende schreiben, greifen dauernd ineinander und treiben sich gegenseitig an und bedingen sich auch gegenseitig. Und in der Phase 4 geht es dann um das wissenschaftsorientierte Dokumentieren. Also Sie haben den Code, den bringen Sie in eine endgültige Form. Sie dokumentieren im Code möglicherweise nach, ergänzen, klären, versuchen gute Variablennamen zu finden. Die Konzeptbegriffe der Typen, die Sie gewählt haben, müssen vielleicht auch nochmal nachgedacht, überarbeitet werden. Und Sie fangen an zu schreiben, dass Sie das Gesamtwerk entstehen lassen. Das ist also ein, finde ich, sehr typischer Weg, wie in der Informatik Wissenschaft entsteht, wie sie im Prozess sich entwickelt und das Schreiben das begleiten kann. Und jetzt versuchen wir im nächsten Schritt mal darauf abzuzielen, weil Sie das Programmieren ja schon sehr gut können, weil Sie das ja über 3 Jahre mindestens gelernt haben in Ihrem Bachelorstudium, versuchen wir mal auf die Schreibseite jetzt zu schauen. Es geht, wie ich schon in der Einleitung sagte, mir hier mehr darum, dass Sie, wenn Sie hier zum Schreibstil kommen, dass Sie jetzt, weil das Informatikstudium ja nicht besonders schreiblastig ist, lernen, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Was ich nämlich auch festgestellt habe, wenn ich mit Studierenden arbeite, sie können sich allesamt recht gut ausdrücken. Ich bekomme, wenn ich E-Mails bekomme, ganz selten nur merkwürdig formulierte E-Mails. Ganz im Gegenteil, die meisten E-Mails sind sehr höflich, ansprechend geschrieben. Sie drücken sich angemessen zu einer Frage, zu einem Sachverhalt aus und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe sogar das Gefühl, dass das im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren sogar besser geworden ist. Vielleicht liegt es in der Tat daran, dass Sie viel mehr schreibend unterwegs sind, als das in der Vergangenheit früher der Fall war. Bedingt zum Beispiel durch soziale Medien wie Messenger-Dienste. Wo Sie möglicherweise verunsichert sind, das geht an, was das wissenschaftliche Schreiben angeht. Und dieser wissenschaftlich-akademische Schreibstil, da fallen manche, weil sie das ja im Studium gar nicht so üben, in einen gewissen gekünstelten Stil. Sie werden kompliziert oder glauben, irgendwas erfüllen zu müssen, was selten passt. Aber wie kommen wir jetzt schnell dahin,
dass sie doch auch im Schreiben eine Haltung einnehmen, die ihnen ein gutes Gefühl vermittelt, was denn das wissenschaftliche Ausdrücken ausmacht. Was ich versuche Ihnen hier zu erklären, ist, dass Sie sich lösen von erstens, das ist der erste Schritt, von dem Prozess, den Sie durchlaufen haben. Weil Sie vielfach im Studium vor der Bachelorarbeit ein Praktikum durchlaufen haben, machen Sie einen Praktikumsbericht. Das haben Sie möglicherweise auch schon in der Schule getan. Praktikumsberichte, die sind meist prozessorientiert. Man hat an den verschiedenen Tagen etwas gemacht und man beschreibt die Historie einer gewissen Entwicklung und die Erfahrung, die man gemacht hat, gekoppelt mit den Tätigkeiten, die einem zugewiesen wurden oder die Erfolge, die man mit diesen Arbeiten zusammen gewonnen hat. Das ist also eine prozessorientierte Sicht. Das Bild, was Sie hier sehen oder im Begleitmaterial nachschlagen können, ist eine Drohnensicht auf ein Gebäude, was hier irgendwo in der Landschaft an zwei Straßen liegt. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, worum es hier im Detail geht. Auch das Bild ist sehr unklar, was damit gemeint ist. Aber das Entscheidende ist, wir sind jetzt in einer Drohnenperspektive. Es geht jetzt eben nicht mehr darum, wie sind die hier im Bild dargestellten Gebäude entstanden. Das sieht so aus wie das könnte hier so ein Einkaufszentrum sein mit einem Parkplatz davor, mehreren Hallen, die dort sind, für verschiedene Zwecke genutzt, wo man zum Beispiel einkaufen könnte. Darum auch die Anbindung so an die Straße. Wäre zumindest denkbar, dass das so ist. Und wenn wir einen Prozess vor Augen haben, dann war mal vor einiger Zeit nichts zwischen diesen beiden Straßen. Dann kamen Baufahrzeuge, haben dort Erde weggeschaufelt, dann wurde geteert, dann kamen die Leute, die Gebäude aufgestellt haben. Das wurde selbstverständlich von einem Architekten oder einer Architektin vorentworfen und so entstand das Ganze. Das wäre die Prozesssicht. Der wissenschaftliche Schreibstil nimmt die Sicht ein einer Drohne. Wir sehen jetzt das fertig entwickelte, aufgebaute, erstellte. Genauso wie sie im wissenschaftlichen Prozess des Programmierens sich ja entwickelnd, nachdenkend etwas erarbeiten, sehen wir am Schluss das Ergebnis. Und jetzt in der Drohnensicht beschreiben wir verschiedene Aspekte von dem, was dort zu sehen ist. Zum Beispiel die Komposition. Aus welchen Bausteinen ist das Ganze erstellt? Warum passt das hier so wunderbar zusammen? Und warum erfüllt das seinen Zweck hier in dem Bild als Einkaufszentrum zum Beispiel? Was spricht dafür, dagegen, dass diese Lösung gut geworden ist? Wie ist die überprüft worden, dass sie auch so funktioniert, wie sie gedacht ist? All das sind Aspekte aus einer Drohnensicht. Man kann auch beschreiben, wie man methodisch vorgegangen ist. Man kann auch beschreiben, wie man das Testing, das Logging, das Monitoring gemacht hat. Zu welchen Erkenntnissen man da gekommen ist. Inwiefern das mit der Erkenntnis, nach dem Streben nach Erkenntnis, der Erkenntnisfrage, den Erkenntnisbedarf, wie das dem gerecht wird. Und auf der anderen Seite, wie es der Entwicklungsseite gerecht wird. Das ist also der Versuch, dass Sie mit einem solchen Perspektivwechsel nicht mehr den Prozess vor Augen sehen, sondern das Ganze in seiner Gestalt und den verschiedenen Aspekten beschreiben und darlegen und auch begründen, warum, weshalb, wieso ist das gut. Es werden also die, dann nehmen wir gerade vielleicht noch ein anderes Beispiel, das können Sie auch, das kennen Sie vielleicht auch, dieses, wenn Sie einen Kuchen gebacken haben, da geht es auch darum, dass Sie einen Prozess durchlaufen, dass Sie Zutaten sich erstmal besorgen, die zusammenführen, die in den Mixer mixen. Irgendwann geht es in den Backofen, danach kommt noch eine Lasur drauf. Das ist wieder die Prozesssicht. Wir nehmen den fertigen Kuchen, machen jetzt zum Beispiel für den Leser, die Leserin einen Schnitt und analysieren, was da jetzt zu sehen ist. Man kann auch, wenn das von irgendeiner Bedeutung ist, darlegen, was die Schritte waren, um das zu erreichen, aber eben nicht im Sinne einer chronologischen Beschreibung, nicht notwendig in einer chronologischen, das heißt zeitlichen Beschreibung, sondern einfach in einer Auflistung, was war nötig, in welcher zwanghaften oder in welcher notwendigen Reihenfolge mussten bestimmte Dinge passieren, um diesen Entwurf jetzt zu erreichen. Aber häufig ist das in der Informatik gar nicht so entscheidend, wenn wir uns den Querschnitt anschauen durch einen Kuchen,
sondern wir müssen darlegen, was dieses gestaltende Prinzip dahinter ist, welche Konzeption, welche Architektur, welcher Entwurf dahinter steht, der plausibel macht, dass diese Bausteine eine bestimmte Funktion erfüllen und dass dieser Aufbau eine Sinnhaftigkeit hat, zum Beispiel zu dem Thema Wartung. Warum lässt sich so etwas besser warten? Warum ist dieser Aufbau, den Sie gewählt haben, ein guter bezüglich welcher Kriterien und so weiter? Der andere Teil, der das die Haltung zum wissenschaftlichen Schreiben vermittelt, also neben dieser Drohnensicht von oben, ist das, was ich nenne, den Faktenstil. Und der Faktenstil bedingt die Gegenwartsform. Der Faktenstil meint, Sie schreiben, was ist. Sie schreiben im Präsens, in der Gegenwartsform, wie die Dinge gerade sind. Um Ihnen das mal nur kurz anschaulich versuchen klarzumachen. Nehmen Sie an, Sie haben eine Grillparty. Zumindest haben wir ja jetzt gerade eine Corona-Situation, die so etwas wieder erlaubt. Sie planen eine Grillparty und Sie haben Gäste eingeladen und dann passiert irgendetwas. Wie würden Sie am Tag darauf einem Freund, einer Freundin erzählen, wie dieses Fest war, dieses Grillfest war? Da würden Sie zum Beispiel sagen, ja, da sind der Peter und die Petra, die sind um 5 Uhr gekommen und die hatten tatsächlich ein bisschen Fleisch dabei und es war ganz gute Stimmung und dann sind wir auf den Balkon gegangen oder auf die Terrasse gegangen, haben den Grill angeschmissen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch dieses und jenes zu erzählen. Das ist wieder diese chronologische Form und die verleitet auch sehr dazu, dass Sie jetzt anfangen, in einer Vergangenheitsform zu erzählen und dann immer anzuknüpfen, dann hat Folgendes, dann ist jenes passiert. Wenn Sie in dieser anderen Perspektive den Faktenstil beschreiben, versuchen Sie mal gedanklich zu konstruieren, wie man dieses Grillereignis so beschreibt, dass man keine Vergangenheitsform mehr nimmt, sondern im Präsens. Und dann müssten Sie zum Beispiel so etwas machen, es ist, was haben wir heute? Montag, der 6.7.2021. Nehmen wir das jetzt mal in die Vergangenheit und sagen, es ist Montag, der 13.7.2020. Es klingelt an der Tür. In der Tür stehen Peter und Petra. Sie bringen Fleisch mit zum Grillen. Um 5 Uhr zündet Peter den Grill an. Das Fleisch kommt auf den Grill. Merken Sie, was ich da gerade mache? Ich habe jetzt ein bisschen improvisiert. Ich beschreibe nur im Präsens, was von Situation zu Situation ist. Das wird auch von Schriftstellern in Romanform auch ähnlich häufig gemacht, dass man einfach mitgenommen wird in einem Zeitfluss, in einem Fluss von Präsens, von Gegenwart, dass man einfach beschreibt, was ist in diesem Moment. Und in dieser Momentfortführung eine Faktenbeschreibung sich ereignet, weil die hat die Tendenz zu beschreiben, was eben ist und nicht in dieses Geschwätzige zu verfallen, dass man sagt, wie großartig etwas ist und wie toll und auch so Seitenabstiege macht. Versuchen Sie also, diese zwei Sachen umzusetzen, dass Sie einmal eine Drohnensicht einnehmen, von oben das Gesamte, das Endergebnis betrachten und zerlegen in bestimmte Aspekte und dass Sie das Ganze im Faktenstil in der Gegenwartsform beschreiben. Wenn Sie das tun, dann haben Sie einen Großteil dessen erreicht, was einen wissenschaftlichen Schreibstil ausmacht. Noch ein paar Kleinigkeiten zur Ergänzung. Einmal bitte, wenn Sie schreiben, keine Füllwörter nutzen und Wertungen entfernen. Also, dass Sie zum Beispiel so etwas schreiben, dass Sie einen Text gelesen haben, wo ein großartiges Verfahren beschrieben wurde. Großartig weg, das ist eine Wertung. Und dann gibt es auch die häufige Frage, darf ich eigentlich das Ich benutzen? Je nachdem, wem Sie da folgen, gibt es Menschen, die verbieten Ihnen komplett strikt im wissenschaftlichen Text die Ich-Form. Dass Sie also mal von sich schreiben, ich habe entschieden, Folgendes zu tun oder ich habe die Abwägung so und so getroffen.
Ich finde es etwas übertrieben, weil Wissenschaftlichkeit hat zwar mit einer Objektivität zu tun, die aber gerade in den Technikwissenschaften subjektive Anteile gar nicht ausschließen kann. Ich halte es in den Technikwissenschaften in dezenter Weise sogar für angebracht, auch mal zu schreiben, wie man selber hier eine Sache eingeschätzt hat und zu welchem Ergebnis man gekommen ist oder dass man eine Entscheidung getroffen hat, die man auch anders hätte treffen können, die Sie aber so gewählt haben. Und ich habe so die Regel für eine Bachelorarbeit, sollten Sie das Ich nicht mehr als fünfmal verwenden, wenn Sie einen Bedarf haben, das überhaupt zu verwenden. Wenn Sie ohne auskommen, ist alles wunderbar, es ist also keine Pflicht, das Ich-Wort zu verwenden. Aber beschränken sich, weil geübte Leserinnen in wissenschaftlichen Texten werden hellhörig, wenn ich viel zu sehr vorkommt, dann drückt sich da eine gewisse Zentrierung um den Autoren aus, die nicht angemessen ist für einen wissenschaftlichen Text. Beachten Sie bitte die Rechtschreibregeln gemäß Duden. Das kann, wenn Sie noch in der frühen Textarbeit sind, in einer anderen Episode habe ich Ihnen erzählt, dass es auch Sinn macht, erstmal schnelle Entwürfe zu schreiben, wo man kreuz und quer durchgeht, Rechtschreibung nicht beachten muss, Zeichensetzung nicht beachten muss, auch die Grammatik mal nicht stimmen muss unbedingt. Es ist ja eine bestimmte Schreibphase, wo es darum geht, Inhalte zu produzieren, Konzeption im Text entstehen zu lassen, auszuprobieren, genauso wie es beim Coding machen, dass etwas entsteht und möglicherweise passt. Das dürfen Sie alles, aber wenn es gegen Ende der Arbeit geht, Rechtschreibregeln gemäß Duden, das muss alles raus. Natürlich müssen auch die Grammatik muss stimmen, die Zeichensetzung muss stimmen. Wenn Sie nicht so, weil eben unser Studium gar nicht darauf so trainiert ist, diese Sachen so absolut korrekt zu machen, besorgen sich Menschen, liebe Menschen, die ihnen helfen dabei. Die meisten haben im familiären Kontext Menschen, die ihnen helfen können. Eltern, Oma, Opa, Freundinnen, Freunde. Vielleicht gibt es jemanden, der Lehramt studiert, den Sie kennen, wo Sie sich Hilfe holen können. Da gibt es meistens Gelegenheiten und Möglichkeiten, das hinzubekommen. Fragen Sie auch vor Ihre Betreuungsperson. Wenn Sie zum Beispiel einen Zwischentext mal vorlegen, den Sie auch versucht haben, gut zu machen, wie er oder sie mit dem Schreibstil der Grammatik, Rechtschreibung und sowas alles zufrieden ist oder ob es da wirklich Anmerkungsbedarf gibt. Fehlende Bindestriche und Kommas sind die Schreibfehler Ihrer Generation. Kommen wir gleich nochmal zu den Bindestrichen. Aber das lässt sich ja eben alles beheben. Wenn Sie das selber nicht können, lassen Sie Ihr Werk Korrektur lesen. Und nochmal ganz zum Schluss so ein kleines Bonusding zu dem Thema Bindestrich, weil es so auffällig ist, dass viele Ihrer Generation, also ich meine jetzt die studentischen Generationen, die so um die 20 sind, das nicht mehr richtig machen. Hier sehen Sie ein paar Wörter wie IT-Technologie, Desktop-Publishing, SWOT-Analyse, Lotto-Annahmestelle, alles mit Bindestrich wird da geschrieben. Um Sie dafür nochmal zu sensibilisieren, ein Beispiel. Heise hat auf seinem Newsticker eine Nachricht gehabt, die hieß, Facebook will KI-Nachrichten zusammenfassen lassen. Facebook will KI-Nachrichten zusammenfassen lassen. Sie merken schon, wie ich das lese, verändert sich die Bedeutung. Will KI-Nachrichten zusammenfassen lassen? Schreibt man das jetzt mit Bindestrich oder ohne? Die Meldung hatte den Titel ohne Bindestrich. Facebook will KI-Nachrichten Nachrichten zusammenfassen lassen. Damit ist also gemeint, Facebook will eine künstliche Intelligenz damit beauftragen, Nachrichten zusammenzufassen. Wenn man das mit Bindestrich schreibt, dann verändert das die Bedeutung, nämlich Facebook will KI-Nachrichten zusammenfassen lassen. Das heißt, Facebook will jemand anderes beauftragen, die Nachrichten, die von einer KI stammen oder die eine KI erstellt hat, die sollen von jemand anderes zusammengefasst werden. Das ist also eine komplette Bedeutungsverschiebung, wer hier was tun soll. Also nochmal bitte sich ein bisschen fit machen in Sachen Bindestrich. Das war's von meiner Seite. Das war diese Einheit, die Sie nochmal daran erinnern möchte. Programmieren ist Denken und das Schreiben ist dazu ein zusätzliches Erkenntniswerkzeug,
was so hauptsächlich diese zwei Stränge bedient. Sie programmieren, um nachzudenken, natürlich auch um Erkenntnisarbeit zu leisten, aber sie brauchen auch die Worte, die sie finden müssen, die das Erkennen festhalten und auch einer Leserin, einem Leser transportieren. Machen Sie es gut. Viel Erfolg bei Ihrer Bachelorarbeit in Informatik. Bis bald. Ciao, ciao.